Im Jahr 2021 jährt sich der Geburtstag von Ludwig Pfau zum 200. Mal. Sein Name fällt, wenn nach Literaten aus Heilbronn gefragt wird, nach Dichterinnen und Schriftstellern, die aus der Stadt am Neckar stammen, hier aufgewachsen sind. Natürlich verbinden sich in der Stadt etliche Orte mit Ludwig Pfau. Sie bieten die Gelegenheit, verschiedene Aspekte seiner Biografie und seines literarischen Wirkens zu zeigen. Ludwig Pfaus Geburtshaus lag vor dem Neckar-Sulmer Tor, meist kurz Sulmer Tor genannt. Hier betrieb sein Vater Philipp Pfau eine Gärtnerei. Philipp Pfau war ein höchst innovativer und kreativer Mensch. Er führte damals noch fremde Pflanzenarten ein, etwa die gelbe Teerose aus England oder das amerikanische Gelbholz aus Amerika. 1821, als Ludwig Pfau geboren wurde, endete die Stadt im Norden noch an der Stadtmauer. Nur einzelne Gebäude wie die Gärtnerei von Pfau lagen außerhalb. In dieser Umgebung wuchs Ludwig Pfau auf, in einer Stadt, die sich rasant aus ihren Mauern heraus entwickelte, in der sich erste Industriebetriebe ansiedelten und die zum württembergischen Manchester wurde. Die biedermeierliche Idylle von Heilbronn, wie sie von den Gebrüdern Wolff in Zeichnungen und Lithografien festgehalten wurde, wird nun durch rauchende Schornsteine charakterisiert. Ludwig Pfau besuchte das Gymnasium in der Karlstraße und trat als 17-Jähriger in die väterliche Gärtnerei ein. Während eines Aufenthalts in der Nähe von Paris, wo er die Gärtnerei eines Geschäftspartners des Vaters kennenlernen sollte, zog er in die französische Hauptstadt selbst, beschäftigte sich mit Kunst und Architektur und machte überdies 1839 die Bekanntschaft mit der neuen Daguerreotypie, dem ersten fotografischen Verfahren, das ihn zutiefst beeindruckte. 1841 kam Ludwig Pfau in seine Heimatstadt zurück, inzwischen knapp 20 Jahre alt, und hier verliebte er sich in ein Mädchen aus der Nachbarschaft, in die erst 15-jährige Minna Wittmann. Ihr Vater war Johann Jakob Wittmann, ein junger Mechanikus, der um 1830 für den Papierfabrikanten Gustav Schäufelen eine Maschine zur Fabrikation von Endlospapier konstruierte. Die erste in Deutschland entwickelte Maschine dieser Art, nachdem die Gebrüder Rauch in Heilbronn ein paar Jahre zuvor eine solche aus England importiert hatten. 1842 erschien dann der erste Band mit Gedichten von Ludwig Pfau, weitere folgten. Seine Lyrik bewegt sich im überkommenen Formenkanon der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Überschriften in der Sammlung von 1847 etwa zeigen das Spektrum: Lieder und Liebe, Lieder und Leben, Lieder und Stimmen, Sinngedichte, Romanzen und Balladen. Rainer Moritz nennt die Gedichte dieser Periode vor 1848 nachromantische Volkslieder. Viele dieser Gedichte kreisen um Liebe und Abschied, darum, dass die Liebe nicht gelingen konnte. Und ein Teil der Pfau-Forschung führt dies auf die unglückliche Liebe zwischen Ludwig Pfau und Minna Wittmann zurück. Insbesondere Anna Spier, eine enge Freundin Pfaus in seinen letzten Jahren, hat in einer handschriftlichen Pfau-Biografie beschrieben, wie die Eltern der jungen Minna gegen die Verbindung mit dem Gärtnersohn Pfau waren. Sie berichtet auch davon, wie Ludwig Pfau seine Geliebte kurzzeitig entführt und ihr hilft, zu Verwandten zu reisen, um sie dem Zugriff der Mutter zu entziehen. Johann Jakob Wittmann, der Vater von Minna, hatte eine eigene Werkstätte für Maschinen aller Art gegründet, wo er neben diesen Papiermaschinen auch Mostpressen und anderes herstellte. Aber er hatte kein Glück als Unternehmer. 1849 geriet er in Konkurs, Wittmann wanderte nach Amerika aus, 1852 gefolgt von seiner Frau und neben weiteren Kindern auch mit der Tochter Minna. Ludwig Pfau war zu diesem Zeitpunkt schon geflohen, vor der Verfolgung durch die Gegner der Revolution von 1848. Zuerst 1849 in die Schweiz, danach nach Paris. Pfau wurde 1851-52 in Abwesenheit wegen Hochverrats zu 21 Jahren Zuchthaus verurteilt.
Ludwig Pfau verknüpfte in der Folge sein persönliches Erleben, seine Trennungserfahrung mit der Niederschlagung der Revolution, etwa in dem Gedicht 1849. Das Recht erlag, der Freiheitskampf ist aus. Die Sonne erlosch, die unserem Bund geschienen. Das Wetter schlug in unserer Liebe Haus und unser Glück liegt unter den Ruinen. Ein Flüchtling bin ich ohne Dach und Land. Zum fernen Westen ziehst du mit den Deinen. Weit übers Weltmeer reich ich dir die Hand. Wird eine Heimat je uns wieder einen? Minna Wiedmann starb in den USA, kurz nachdem sie dort geheiratet hatte. Auch dieses Ereignis hat Ludwig Pfau in einem Gedicht verarbeitet, das er mit dem Namen der Geliebten überschrieben hat. Minna. Das konnte mir mein Schicksal nicht ersparen. Es schneidet mir mein Los aus ganzem Kerne. Ein dunkler Schmerz noch blieb zu offenbaren, da sank der letzte meiner Jugendsterne. So alt an Liebe und so jung an Jahren, zogst du dahin zu sterben in der Ferne, du echtes Weib, das mich mit Küssen feite und mir die Lippen zum Gesange weihte. Dann flohst du, teures Opferland der Minne, zum sichern Obdach aller Heimatlosen. Auf deinem Sarg leg ich die Laute nieder, du schöne Muse meiner jungen Lieder.